und euch mal so ein bestmöglichen Erlebnis zu zeigen, wie es da ist. Und vielleicht kommen ja der eine oder andere ins Netzwerk rein, je nachdem. Und ja, ich werde dann versuchen, so einen Vlog zu machen, wenn ihr es wollt. Also wenn ihr einen Vlog sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare und gebt diesem Video eine positive Bewertung da, damit ich auch selber weiß, dass ich einen Vlog machen kann. Wenn das Video gut ankommt, dann weiß ich, oh, über 100 Likes, es wollen viele einen Vlog sehen. Dann werde ich einen Vlog machen. Ich werde dann sehr, sehr, sehr viel filmen und auch sehr, sehr, sehr gut schneiden. Ich habe zum Beispiel noch nie einen Vlog geschnitten, aber ich kann mir schon vorstellen, wie ich das Ganze machen werde. Nein, was hast du getan? Hey und willkommen bei einer weiteren Runde Minecraft Survival Games auf der Map SG7 war das, schon SG7. Und das ist einfach nur ein Gameplay, was ich im Hintergrund gespielt habe von mir selber. Ich spiele mal wieder. Warum einfach ein Gameplay? Das ist sehr leicht zu erklären und zwar möchte ich in diesem Video was Wichtiges besprechen. Ich kann, wenn ich ein normales Video, also so ein Live-Commentary spiele, kann ich nicht normal reden. Da muss ich immer ab und zu denken, scheiße, da kommt jemand halt, ne, dies, das. Und wenn ich halt so ein Gameplay-Commentary mache, dann kann ich halt mich immer konzentrieren und denken, was soll ich jetzt sagen, ne? Deshalb, also ich möchte mit euch zwei, drei Themen besprechen, die sehr wichtig sind. Und zwar fangen wir direkt mal mit dem ersten an, MediaCraft Workshop Day. Ich bin ab morgen beim MediaCraft Workshop Day und da werden wichtige und coole Sachen passieren. Wenn ich weiß, was der MediaCraft Workshop Day ist, ich habe ja vor 2, 3, 4, 5 Tagen eine Scape-Folge hochgeladen. Da steht auch, glaube ich, MediaCraft Workshop Day und danach Scape 10, 9 oder 8, 7, halt je nachdem, was für eine Folge das war. Ja, dort erkläre ich dann halt, was das ist, was wir da machen, was wir tun. Ich kann mal kurz mal sagen, was wir da machen. Und zwar müssen wir uns um 9 Uhr und bis 9 Uhr bis 10 Uhr halt in Köln treffen, beim MediaCraft Büro. Und dort werden wir dann halt einfach wichtige Sachen besprechen, halt Tipps, Tricks, und im Nachhinein kommt dann halt Broken Thumbs TV, mit denen können wir dann ein bisschen reden, Fragen stellen, je nachdem. Und so im Nachmittag gehen wir dann nach zum Dom, Mac ist halt je nachdem, was wir da machen werden. Dort können wir dann halt wichtige Sachen besprechen, auch noch, oder halt einfach nur chillen. Ja, bei diesem Event oder Veranstaltung, sag ich mal, werden wir dann halt einfach wichtige Themen besprechen, habe ich ja schon gesagt, aber ja, wird auf jeden Fall richtig cool. Bin selber mega, mega, mega glücklich. Das ist ja die erste Veranstaltung vom MediaCraft Team. Zum ersten Mal wird das gerade gemacht und ich bin dabei und wird auf jeden Fall richtig cool. Also ich bin mega glücklich und ich habe auch so im Hinterkopf, dass ich vielleicht einen Vlog mache. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll, aber ich bin momentan am Denken, soll ich einen Vlog machen. Ich werde halt mein Handy mitnehmen, zum Beispiel den hier, ne, den hier werde ich dann mitnehmen. Und mit dem möchte ich dann einen Vlog machen. Ich werde versuchen, so bestmöglich euch zu zeigen, einfach so ein bestmöglichen Erlebnis euch zu zeigen, wie es da ist, weil die meisten fragen mich ja in den Kommentaren, ja, Kadex, du Missgeburt, wie ist das denn in MediaCraft, du Missgeburt? Ja, also wie bekommt man Geld, was muss man alles tun, um in MediaCraft reinzukommen, wer ist alles in MediaCraft, lohnt sich in MediaCraft reinzugehen, ist der Support gut, je nach, also all diese Fragen, ja, werden dann halt auch so beantwortet von dort aus, denke ich mal, und dann kann ich euch halt mal so zeigen, was die für eine Antwort geben, zum Beispiel, ne, und euch mal so ein bestmöglichen Erlebnis zu zeigen, wie es da ist, und vielleicht kommen ja der eine oder andere ins Netzwerk rein, je nachdem. Und ja, ich werde dann versuchen, so einen Vlog zu machen, wenn ihr es wollt. Also wenn ihr einen Vlog sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare und gebt diesem Video eine positive Bewertung da, damit ich auch selber weiß, dass ich einen Vlog machen kann. Wenn das Video gut ankommt, dann weiß ich, oh, über 100 Likes, es wollen viele einen Vlog sehen. Dann werde ich einen Vlog machen. Ich werde dann sehr, sehr, sehr viel filmen und auch sehr, sehr, sehr gut schneiden. Ich habe zum Beispiel noch nie einen Vlog geschnitten, aber ich kann mir schon vorstellen, wie ich das Ganze machen werde. Richtig cool mit Musik und so alles Mögliche. Also ich bin schon mega glücklich, dass ich sowas machen werde. Ist auch mein erstes Mal halt so ein Vlog. Wird aber gut. Also ich bin, ja, echt fröhlich darüber. Der Vince wird auch dabei sein. Der Creepy ist ja auch in den letzten Scape-Folgen dabei gewesen. Der Creepy, der wird auch dabei sein. Der wird mich dann am Bahnhof abholen. Wird richtig, richtig cool. Und ja. Was kann ich denn noch sagen? Also das erstmal von MediaCraft aus.
Dann nochmal im Hintergrund seht ihr noch halt das Gameplay von mir. Und wie ihr auch gerade sehen könnt, ist es kein Specs. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich wieder ein PvP-Pack benutze. Da ich ja ein sehr, sehr, sehr großer Fan von Specs bin, habe ich dann ein PvP-Pack mit Specs gemacht. Also ein Specs-Mix-PvP-Pack habe ich gemacht. Und wenn ihr wollt, dass ich das zum Download stelle oder ein extra Video darüber mache, dann lasst auch dafür eine positive Bewertung da und schreibt in die Kommentare Hashtag PvP-Pack oder so. Halt je nachdem, Hashtag PvP-Pack. Je nachdem, dann würde ich das auf jeden Fall machen, weil ich möchte auch, dass meine Abonnenten mal so ein PvP-Pack bekommen, weil das ist wirklich ein richtig cooler Pack. Und habe ich halt selber gemixt von anderen Texture-Packs und ist richtig cool. Also echt, gefällt mir besonders sehr. Und ja, das war jetzt eigentlich das, was ich richtig am meisten beantworten wollte. Halt so in Ruhe und ruhig. Dann noch ein sehr wichtiges Thema, und zwar Targeten. Ich werde in den letzten Tagen so oft, aber wirklich so oft getargetet, das geht null. Es ist nicht möglich für mich. Nicht möglich für mich, dass ich eine Runde aufnehme. Ich habe 5 Seiten voller Freunde auf Minecraft. Oder in diesem Server, in diesem Gomadi-Server. Und ich werde des Todes, aber wirklich des Todes, des Todes, des Todes, des Todes getargetet. Ich gehe eine Runde rein. Über 9, 10 Leute schreiben in die Kommentare oder in den Chat da bei Kalex Herzchen. Ist auch gut. Also ich bin mega, mega glücklich, wenn ich sowas lese. Motiviert mich sehr. Macht mich auch glücklich. Ist keine Frage. Aber wenn ich dann sehe, dass ich eine Kiste loote und hinter mir eine Horde von Abonnenten sind und die mich dann alle töten möchten, damit die alle angeben können, ey Bruder, weißt du was? Ich habe Kalex getötet. Alter, was willst du? Oh, Name. Krankcrafter-Style. Ist einfach unmöglich für mich. Ich möchte euch jetzt nicht alle beleidigen. Ich möchte jetzt nicht sagen, ihr seid scheiße oder so. Ganz im Gegenteil, ist zwar eine scheiß Sache, was ihr macht, aber ich hasse euch jetzt nicht darüber. Also, ich hasse euch alle nicht dafür, aber ist eine scheiß Sache, weil ich will auch mal meine Ruhe haben, einfach in Ruhe spielen oder vielleicht auch aufnehmen. Aber so ist das für mich nicht möglich. Das war es jetzt eigentlich von mir aus. Ich möchte jetzt auch nichts Großes mehr sagen. Das Gameplay ist auch gleich schon zu Ende. Ich schaue mal ganz kurz nach, wie lange das Ganze geht. Sehr organisiert hier. Moment, das ist gar nicht hier. Scheiße. Hier. Das geht. Ganz wichtig, das geht. 9 Minuten. Gut, was kann ich denn erzählen? Ich habe letztens gelernt, wie man ein Apfelrezept macht. Also ich kann euch, wenn ihr wollt, mal so einen Tipp geben, wie man ein Apfelrezept macht. Ihr braucht dafür, für ein Apfelrezept braucht ihr einen Apfel. Na, Spaß. Gut. Dann wollte ich noch irgendwas Wichtiges besprechen. Ach ja, ich habe letztens auch in den Kommentaren gelesen, kommt Real Stories wieder. Ihr kennt ja alle, also so die ein oder anderen Abonnenten von mir wissen ja noch Real Stories, habe ich früher gemacht, war richtig cool, ist auch gut angekommen mit über 100 Likes meistens. Aber ich habe keine Stories mehr, die ich erzählen kann. Ich weiß nicht mehr, was mir alles so passiert ist. Ich weiß es einfach nicht und ich würde auch gerne weitermachen, aber mir fällt nichts mehr ein, was ich noch vor ein paar Jahren noch gemacht habe oder was Schlimmes passiert ist. Ich weiß es leider nicht mehr. Sonst hätte ich jetzt gerne noch ein paar Stories erzählt, aber ich weiß nicht, was ich noch so machen könnte oder was ich früher gemacht habe. Tut mir sehr leid, aber ist scheiße. Also ich würde gerne weitermachen, aber mir fallen einfach keine Stories mehr ein. Wenn ihr meint, oh, vor 10 Jahren, da habe ich irgendwas noch gemacht, das ist lustig, das ist spannend, dann könnt ihr mich auf Skype adden. Link in Skype-Namen in der Beschreibung oder einfach nur Kadir und dann Strich, also ein Strich, kein Minus, ein Strich bei Kadex. Den adden und dann einfach eure Geschichte mir schreiben und wenn die mir gefällt, werde ich die dann einfach vorlesen oder ein extra Video darüber machen, weil ich habe richtig Bock wieder auf Real Stories, aber geht nicht, ne, ohne eine richtige Story. Und das Video ist ja auch gleich vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat und am Ende, diese Pinkschelle, Choc Güzel, Junge, Alter, diese Pinkschelle, ne, das...
Todes. So, das Video ist jetzt auch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann morgen bei einem neuen Video. Habe ich vorproduziert und bis morgen. Tschüss.